Leute, willkommen zurück. Der Oktober sollte auf diesem Kanal eigentlich geprägt sein vom Halloween-Kalender. Das war ein epischer Fail, also muss ich mir jetzt irgendwas Neues ausdenken. Warte mal kurz, was? Neuer Monster Hunter Trailer. What the hell is that? On our six! Okay, in Wahrheit arbeite ich gerade tatsächlich an einem wertigen Ersatz, aber jetzt funkt mir doch tatsächlich Paul W. Anderson dazwischen, mein Lieblingsregisseur. Eins vorweg, Monster Hunter ist nicht mein Game, weder optisch noch gameplay-technisch. Es könnte mir nicht egaler sein, ich interessiere mich einen Scheiß für Monster Hunter. Aber ich glaube kaum, dass die Fans von dem hier, das hier, in einem Film erwarten. Holy shit. Ne? Falsches Auge, du Idiot. Okay, okay, Capcom, ja, ich weiß. Anderson hat euch Milliarden von Dollar mit den Resident Evil Filmen eingebracht. Aber müsst ihr ihn denn jetzt tatsächlich das nächste Franchise zu Grabe tragen lassen? Ich verstehe es nicht. Ich meine, selbst Konstantin gibt Resident Evil in Zukunft in andere Hände. Dafür wird es einen Grund geben. Klar, bewerte einen Film nicht nach seinem Trailer. Absolut richtig. Aber dieser Trailer verkauft mir nun mal einen weiteren Resident Evil Film und nichts, was mit Monster Hunter irgendwie zu tun hat. Mila Jovovich, Gatling-Gun, Söldner, billiger Drehort. Ich meine, was ist Capcoms Maßgabe für solchen Schmutz? Bleib unter 40 Millionen und hier hast du noch 10 für deinen scheiß Dubai-Urlaub? Eine riesen Fanbase von diesem Spiel denkt sich jetzt gerade... What the hell is that? Und ich predikte euch auch schon jetzt, was passieren wird. Erstens, irgendein böser Konzern wird die Monster als Biowaffe nutzen wollen. Zweitens, Mila Jovovich Roundhouse kickt ein scheiß Schwert in entweder das Hirn oder das Herz von irgendeinem Monster, wahrscheinlich in Slow Motion. Und drittens, es gibt ein Bad Ending, wo noch mehr Monster angekündigt werden. Von denen sehen wir in der Fortsetzung aber nichts. Tja, ich hab den Film schon geguckt. Meine Fresse, Capcom, ich sag's euch, irgendwer hat auf die Zahlen von Rampage geschaut und sich gedacht, haha, das können wir doch auch. Jupp, könnt ihr, schreibt einfach Lost Planet drauf und kauft euch The Rock ein, das kann nicht mal Anderson verkacken. Oder holt euch Michael Bay an Bord, scheißegal, der hat dieselbe Sequenz ja schon in Transformers verfilmt. Aber hey, na klar, Monster Hunter wird mit Godzilla, Pacific Rim, Skull Island auf einer Ebene stehen. Ich meine, wer will Mila Jovovich nicht in der Wüste gegen Low-Budget-Monster kämpfen sehen? Ich bin dabei. Aber hey, freuen wir uns alle auf den dazugehörigen Urst Epic Honest Trailer. Paul W.S. Anderson, ganz große Kunst. Bis dahin gucken wir einfach Monster Hunt von 2015. Ist auch gruselig. Ich bin raus. Ich arbeite jetzt an einem guten Video. Haut rein.